Rainer Schönfelder, neu im Team von Head, erster Rundblick gemacht im Werk, wie gefällt's? Mir gefällt sehr gut. Ich bin aber auch nicht auf der anderen Seite nicht überrascht, weil sich das bestätigt, was ich mir eigentlich gedacht habe, dass da sehr professionell gearbeitet wird, weil das, was ich bisher auf den Füßen gehabt habe, muss aus professioneller Hand sein und somit bestätigt sich das. Und man merkt auch, dass also für mich auch in meiner Entscheidung, zu Head zu wechseln, irrsinnig bestätigt. Das ist eine Firma mit Weitblick, mit Spirit, mit Emotion und das war auch der Beweggrund. Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben, außer dem Spirit? Grundsätzlich ist es für mich wichtig, dass ich das Gefühl habe und dass ich das dann auch bestätige, dass die Firma am selben arbeitet wie der Läufer. Es müssen beide an einem Ziel sozusagen arbeiten und dann kommt auch gute Sache dabei raus. Ob das Ziel ist jetzt, dass Head im Slalom-Engagement besser werden will, ob das Ziel ist, meine Gesamtweltcup zu erreichen, alles kommt in diesen Pot hinein und wir beide wollen das Bestmögliche draus machen. Thema Gesamtweltcup, du hast das vorher schon angesprochen, ist ein Ziel von dir. Wie erreicht man das? Ja, ich meine, im Endeffekt habe ich mit dem Projekt schon vor 3-4 Jahren angefangen, indem ich einmal angefangen habe, ein bisschen mehr Abfahrt zu trainieren, dann über den Superkombis mich zu entwickeln, schauen, wie geht's mir dort. Ich war in den Superkombis dann relativ erfolgreich, habe gemerkt, hoppala, das könnte was sein. Dann habe ich mir vorher gesagt, in der Abfahrt einen Riesensprung gemacht, ich bin in Chamonix zum Beispiel Vierter geworden, auf einer Gleiterabfahrt kann man sagen, wo man nicht glaubt, dass ein Slalomfahrer das schaffen kann. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, so, und jetzt gehen wir es ernsthaft an und probieren wir das Projekt des Gesamtweltcups wirklich anzugehen. Und der nächste Schritt war jetzt, sagen wir mal, auch sich noch Partner zu suchen, die dann dabei unterstützen. Und da gehört Head dazu. Jetzt steht diesen Winter aber nicht nur der Gesamtweltcup am Programm, sondern eine Weltmeisterschaft in Val d'Isère. Was hat sich da Rainer Schönfelder da vorgenommen? Also Val d'Isère, große Ereignisse, ist natürlich, gehört genauso dazu, ist genauso ein Ziel. Aber ich sage einmal, das Ziel der Weltmeisterschaft wird meinem Ziel des Gesamtweltcups insofern untergeordnet, als dass es ja sowieso mitgefahren wird. Natürlich gehört der Weltmeisterschaft in diesem Jahr genauso dazu, wie dann eventuell wieder Olympia und noch wieder eine WM. Wäre schön, wenn ich auf Head mich einmal Weltmeister nennen könnte. Ein Angriff auf den Gesamtweltcup erfordert ja nicht nur skifahrisches Können, sondern auch körperliches. Was macht das jetzt in der Vorbereitung für einen Unterschied, wenn man vom Spezialisten, vom Slalom, Riesentorlauf und vielleicht Abfahrer jetzt alle Disziplinen angeht? Was macht das für einen Unterschied im Trainingsaufwand? Das macht einen Riesenaufwand. Ich habe ja angefangen als sage ich, fast Slalom-Spezialist und habe mich von dem sozusagen weiterentwickelt zu einem Mehrdisziplinenfahrer und jetzt zu einem Gesamtweltcup-Fahrer. Ich habe, wenn man mein Leben so rückbetrachtet, dann habe ich als Slalomfahrer sehr viel Zeit gehabt für andere Späßchen und Aktionen, die ich gemacht habe. Für die bleibt, sage ich mal, jetzt halt ein bisschen weniger Zeit, beziehungsweise ich muss mir ein bisschen haushalten. Ich muss schon im Sommer angefangen mit der Energie haushalten, damit ich dann im Winter eben über die Distanz drüber komme. Weil im Winter geht es dann wirklich so, da bin ich eigentlich den ganzen Winter unterwegs, es sind mehr Rennen. Die Abfahrt strengt da, sage ich mal, mental richtig an. Das ist Abfahrtswochen, wo auch der Gefahrenkick noch, sage ich mal, dazukommt. Also man muss sich da wirklich vorbereiten, auch konditionell muss man top sein. Man muss schauen, dass die Gesundheit auch passt. Also alles ein bisschen mehr. Und das muss ich mir aber irgendwo von anders wegnehmen. Und so habe ich mich da auch entwickelt und die für mich irrsinnig erfüllt für die nächsten Jahre oder für die bis ich halt irgendwann die Schiene in die Ecken stelle, dass ich das angehe.